Jo Leute, heute versuchen wir mal Garnen zu entkommen. Und da würde ich sagen, legen wir direkt los. So, dann nehmen wir uns jetzt gleich Obosas Zorn, damit wir Ruhe vor Garnen haben. So. Und dann legen wir mit Revali Sturm hoch und testen erstmal, ob wir ganz normal hochklettern können. Nein, scheinbar nicht. Hochklettern fällt schon mal weg. Und deshalb machen wir uns jetzt was ganz anderes. Und zwar machen wir jetzt den Moonjump Glitch. Den machen wir hier in der Nähe der Stall der Hochebene beim Reiterschützenübungsplatz. Ich zeige euch jetzt, wie er geht. Also wir sprechen mit diesem Mann. So, wenn man alles gesprochen hat, ihr müsst einfach nur machen, dass ihr hierher kommt. 20 Minuten fahren. So, wir brauchen auch nichts erklärt. Wir gehen einfach nach da hinten. Da rennen wir hin. Hier auch vorbei. Und dann müssen wir auf dem Berg. Wichtig ist hier, zumindest war das für mich immer ziemlich wichtig. Ihr dürft nicht zu viel, euch nicht zu viel Zeit lassen, aber auch nicht zu wenig. Und also hier muss ich dann schon mal langsamer werden, weil ich gehe immer hier auf diesen Felsen, zumindest mache ich das so. Da bin ich, habe ich meistens großen Überblick, die Pferde, also ich habe genug Zeit und bei ungefähr 20 Sekunden springe ich ab oder ein bisschen später, weil ich habe ja schon volle Ausdauer. Man darf das Pferd auch nicht zähmen, das ist mir schon öfter mal passiert, dass ich das Pferd dann gezähmt habe, deshalb versuche ich jetzt mal gar nicht zu catchen. Also ja, ich habe halt auch die volle Ausdauer, deshalb ist das gar nicht so einfach, wenn man sich zu viel Zeit lässt und zu früh dahin geht. So, aber ihr seht schon, so, das, was mit dem Pferd gerade passiert ist, das sollte passieren. So, so, und jetzt teleportieren wir uns mal weg und dann teleportieren wir uns zu Garnon. Dann sehen wir uns gleich wieder bei Garnon. So, wir sind schon mitten im Kampf und wir springen schon mal hoch. So, also hier diese Wand, die sieht man ja sonst nicht. Das ist schon mal ganz lustig. Und wir sind auch wahrscheinlich gleich raus. Dieses riesige Ei, sage ich mal, Garnon hängt es ja jetzt nicht mehr da. Die frage mich jetzt, okay, was ist jetzt passiert? Die Sequenz wird geladen. Wird jetzt Garnon nochmal gespawnt und wir werden jetzt nochmal gegen Garnon, gegen zwei Garnons, weil wie man sieht, ich glaube, das ist nicht die Garnon-Sequenz. Ach, das ist die Flugsequenz hier. Ist das jetzt die Flug? Nee. Also, ich habe gerade nichts geskippt. So, jetzt sind wir einfach wieder unten bei Garnon. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, ihr fandet es auch lustig. Ciao.